Europawahl 2019. Am 26. Mai sind wir europäischen Bürger aufgefordert, ein europäisches Parlament zu wählen. 96 Sitze hat Deutschland im nächsten europäischen Parlament. Zumindest nach aktueller Lage bei Brexit. Das kann sich auch alles nochmal verschieben. Wir werden dann natürlich da auch immer aktuell dabei sein. Bei mir ist Nils Geuking von der Familienpartei Deutschlands Familie. Ja. Warum? Sie sind ja noch relativ jung. Ja. Warum Familienpartei und nicht Jugendpartei? Und was reizt Sie an Familie? Haben Sie schon Familie? Und also was reizt Sie bei der Familienpartei Deutschlands mitzumachen? Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Also im Kern geht es wirklich darum, dass ich ja, wie Sie schon richtig angemerkt haben, vor der Familiengründung noch stehe. Und das ist auch meine Hauptmotivation. Also ich bin schon seit Jahren bin ich aktiv. In der Politik im Allgemeinen. Ach, in der Familiengründung, Entschuldigung. Nein, genau. Und ist gut. Nein. Seit Jahren bin ich schon aktiv in der Politik und man merkt dann dementsprechend auch, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und man fragt sich dementsprechend, gerade als junger Mensch auch, was bringt die Zukunft? Ne? Und was bringt die Zukunft? Was kommt noch auf mich zu? Ne? Abitur, dann Studium und so weiter und so fort. Und dann landet man ganz schnell bei der Familiengründung, weil man sich auch so ein bisschen seinen Lebensplan steckt und sich fragt, was ist mir wichtig im Leben? Wofür möchte ich eigentlich später auch zum Beispiel eine Ausbildung in Angriff nehmen, damit ich ein entsprechendes Gehalt dann auch eventuell verdiene, um mir was zu leisten? Und dann merkt man ganz schnell, Familiengründung, das steht schon ganz weit vorne auf dem Plan. Haus bauen und so ist alles schön und gut. Am Ende möchte man dann doch die Familie gründen. Und das stand bei mir dann dementsprechend auch im Fokus. Und wenn ich mir die Familienpolitik in Deutschland anschaue, viel Unterstützung erfahren gerade junge Leute nicht. Und da war für mich dann die Hauptmotivation drin zu sagen, man muss sich politisch engagieren und Familienpartei, Familie, das passte namentlich und auch inhaltlich passte es. Und demnach stand dem nichts im Wege, dass man auch als junger Mensch sich auch in der Familienpartei engagiert. Weil dementsprechend, wenn jeder mal so ein bisschen in sich geht und sich wirklich fragt, was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Ist es, dass viele reisen? Ist es, man besinnt sich dann immer auf einen Kern zurück und das ist die Familie, mit jemandem zusammen etwas erleben. Das ist viel, viel schöner, als wenn man alleine durch die Welt chattet. Jetzt sind Sie ein junger Mensch. Europa, was ist für Sie Europa? Ja, Europa ist für mich eigentlich, also erstmal muss man zu Europa sagen, 70 Jahre lang, weil unsere Generation ist ja eine andere. Wir sind in Frieden aufgewachsen. Wir kennen eigentlich, wenn wir jetzt die Ukraine mal leider ausblenden müssen, in diesem Fall in Europa. Wir haben in Europa eigentlich ein Europa erlebt als junge Generation, was nie wirklich groß in kriegerischen Auseinandersetzungen war. Wir haben ein Europa erlebt, was intakt war, was funktioniert hat. Klar, es gibt Stellschrauben, wo man sagt, das müsste besser laufen, deutlich besser laufen. Aber wir werden auf einem Kontinent erstmalig groß, der miteinander zusammenarbeitet. Also es gibt nicht mehr diese deutsche Franzosen, dass sie sich gegenseitig mal wieder. Wir haben eine intakte Institution geschaffen, die uns einen gewissen Wohlstand fast schon garantiert. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass junge Menschen sich für Europa einsetzen, dass junge Menschen für den Erhalt Europa sich stark machen, vor allem stark machen, aber dafür müssen sie sich auch wieder mehr für Politik begeistern. Gerade diese Politikbegeisterung ist in der jungen Generation sehr, sehr schwer oder sehr wenig vorzufinden und auch schwer zu vermitteln, dass sie sich für etwas einsetzen müssen, damit die dementsprechend zumindest den Status quo erhalten. Und weil meistens, wenn man etwas verloren hat, dann merkt man, was man wirklich verloren hat, wie man es gewertschätzt hat. Und wir sehen es gerade beim Brexit, die junge Generation ist leider nicht zahlenmäßig so zur Wahl ohne gelaufen 2016, wie sie es vielleicht hätte tun sollen, weil es war ihre Zukunft, um die es gegangen ist und nicht um die Zukunft der, wenn ich es jetzt salopp sage, der Älteren. Mhm. Aber die betrifft es halt deutlich weniger von ihren Lebensjahren her, als jetzt die Jahrzehnte, die ein junger Mensch noch vor sich hat. Die müssen sich jetzt mit dem Brexit auseinandersetzen. Die müssen den Brexit nicht nur verarbeiten, sondern die müssen mit dem Brexit leben. Wenn er denn kommt. Wenn er kommt, das ist ja immer noch die Frage. Ich hoffe inständig, dass er nicht wirklich kommt für die jüngere Generation, weil das könnte sonst eine verlorene Generation in meinen Augen werden, denn Europa bietet viel mehr Chancen, als es Risiken am Ende hat. Und deswegen müssen junge Menschen die sind meistens zum Glück, jetzt haben sie wahrscheinlich, jetzt ist immer das Problem bei jungen Leuten, wenn sie dann mal motiviert sind, und wir sind bei Fridays for Futures, wenn sie dann mal motiviert sind, wenn sie sich für ein Thema einsetzen,
dann kann was entstehen, dann kann wirklich was Großes daraus entstehen. Und das wünsche ich mir auch, dass so eine Bewegung proeuropäisch entsteht, auch von jüngeren Generationen. Sie kann auch sehr gerne bei dem Thema Klima ansetzen, wo wir ganz dringend und deutlich mehr machen müssen, weil Klimarettung, die funktioniert national nun mal einfach nicht. Und das ist halt Europa. Europa ist, dass wir Aufgaben gemeinsam wahrnehmen können, auch im Sinne der jüngeren Generation oder vor allem für die jüngere Generation, denn die müssen vor allem mit den Entscheidungen von heute am längsten leben. Wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, ja, wir sind jetzt Politiker, junger Politiker, nehmen die Europa schon so als selbstverständlich wahr? Ja, ja. Man nimmt, das Ganze geht so weit, so eine kleine Anekdote, dass ich dann tatsächlich schon gefragt werde, bezüglich nämlich Handytarife. Die jungen Leute haben ja alle heutzutage die neuesten Smartphones. Am Ende geht es nur darum, dass man mobile Daten einfach nur hat und sich dementsprechend nicht von der Welt abkoppeln möchte, von der virtuellen Welt. Dass ich tatsächlich nachgefragt wurde, ich muss jetzt jemanden anrufen, der ist auf Klassenfahrt, sag mal, liegt die Schweiz in Deutschland? Damit das Entgelt, nämlich damals gab es noch keine Roaming-Gebühren, damit das, das kann nicht dein Ernst sein. Du fragst mich doch jetzt nicht allen Ernstes als 17-jähriges Mädel, ob die Schweiz in Deutschland liegt. Und das geht einher aus einer gewissen Selbstverständlichkeit. Klar, wir können jetzt sagen, dass da geografische Defizite vorhanden sind, vielleicht in der Schule, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man, auch wenn die Schweiz selber gar nicht in der EU ist, es geht darum, dass dieser Kontinent als Einheit gesehen wird von den jungen Leuten. Die jungen Menschen, die sagen, Europa, das ist ein großes Ganzes und es ist gut, dass wir es haben. Aber dann wollen sie sich meistens auch nicht mehr damit beschäftigen, sondern fragen nur noch dann, so, wo haben wir jetzt die nächste Veranstaltung, wo machen wir die nächste Party? Und das ist natürlich so ein kleiner Interessenskonflikt, den sie vielleicht innerlich haben, und den lösen die nach meiner Auffassung momentan noch falsch auf. Die jungen Menschen in Großbritannien haben es leider auch gemacht, die haben sich auch an dem Wahltag für was Falsches entschieden, sie haben irgendwas anderes gemacht, sie sind leider nicht zahlenmäßig oder ausreichend zur Wahl gegangen. Und da möchte ich ansetzen, dass wir gerade deswegen versucht immer zu erklären, ihr müsst auch, wenn ihr etwas gut findet, da müsst ihr auch Stellung dazu beziehen. Und ein Kreuz zu machen an einem Sonntag oder die Briefwahl in Anspruch zu nehmen, ist auch noch nie so einfach heutzutage, sich demokratisch irgendwie zu beteiligen. Das war noch nie so einfach. Dann sollen sie es bitte schon noch machen. Und dann muss ich immer so ein bisschen motivierend einwirken, weil viele sagen immer, gerade junge Politik, lass die Männer machen. Das ist ja, solange es mich nicht direkt betrifft. Und das ist immer schwierig, dann denen zu erklären, dass jede kleinste Entscheidung, die kann zu was ganz Großes werden, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dann fast zu faul werden, um am Ende nur einfach ein Kreuz zu machen und sich für Europa einzusetzen, denn Europa, das ist das Einzige, was Zukunft hat, also gegen China, Russland, den USA, also ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich behaupten wird, Deutschland kann alleine 82 Millionen Menschen gegen ein China mit 1,3 Milliarden Menschen bei der zukünftigen Wirtschaftsleistung, da werden wir keine Handelsverträge oder dergleichen schließen können, die positiv in unserem Sinne sind, die unseren Interessen entsprechen. Mhm. Deswegen müssen wir Europa, da müssen wir uns stark für machen. Wir brauchen Europa, denn ohne Europa werden wir zukünftig auf der geopolitischen Weltkarte werden wir verschwinden. Jetzt durch Ihre Antworten haben Sie schon ein bisschen gezeigt, Familienpartei Deutschland heißt nicht nur Monothematik, sondern geht ein bisschen darüber hinaus. Ich würde noch mal gerne ein bisschen inhaltlich auch einsteigen. Jetzt fordert Ihre Partei ja ein Erziehungsgehalt. Jetzt sind Sie ein junger Mann. Ja. Würden Sie das auch in Anspruch nehmen, wenn Ihre Frau besser verdienen würde? Selbstverständlich. Aktuell ist es sogar so. Also ich bin mehr als 8 Jahren inzwischen, bin ich praktisch in festen Händen. Und das Thema Geld ist immer das Entscheidende, weil ich studiere noch. Und während des Studiums kommt halt nicht gerade viel rein in die Haushaltskasse, und dann ist man dankbar, dass dann die Freundin schon wesentlich weiter ist. Ne? Sie hat einen anderen Weg eingeschlagen, sie hat den klassischen Weg der Ausbildung genommen und nicht noch den akademischen Bildungsweg bestritten. Und von daher ist es wirklich eine Frage, dieses Finanzielle, und deswegen ist Familiengründung und Familienplanung steht noch gar nicht groß auf dem Programm, weil einfach die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Man möchte ja dementsprechend auch dem Kind etwas bieten können. Man möchte ja auch ein Umfeld schaffen können, in dem sich alle wohlfühlen, und damit man am Ende vielleicht sich auch mehr fürs Kind, weil das sind die schönsten Momente in einem Leben, das Aufwachsen eines Kindes zu sehen, und da möchte man sich dafür auch die Zeit nehmen, und das geht nur mit finanziellen Einbußen einher. Und genau da ist die Antwort von dem Erziehungsgehalt, dass dieser finanzielle Druck, den es ja unbestritten gibt, gerade bei uns jüngeren Menschen, dass der einen genommen wird nach dem Motto, da ist jemand da, der hilft uns. Wir können das Erziehungsgehalt nennen, wir können es auch anders nennen. Das ist mir ehrlich, jungen Menschen ist egal, wie irgendetwas genannt wird. Hauptsache,
man hat die Möglichkeit, das ist ein Anspruch, ob man es dann macht, das ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Aber es ist zumindest ein Grundstein für die Familienplanung, der praktisch abgeräumt wird. Weil dann braucht man sich ums Finanzielle, weil man hat genug andere Probleme und Sorgen. Man unterschreibt häufig den ersten, zweiten oder dritten Arbeitsvertrag, dann muss man Gehaltsverhandlungen muss man dann führen. Dann geht es weiter, dass man sich die Frage stellen muss, Immobilie, Mieten, kaufen, kann ich überhaupt kaufen? Dann muss man dementsprechend überhaupt erstmal Eigenkapital ansparen, wenn man solide finanzieren möchte. Dann ist die große Frage natürlich auch, möchte man jetzt dementsprechend die Welt noch entdecken? Möchte man die Welt noch sehen? Was möchte man vor der Familiengründung machen? Das heißt, man hat ganz, ganz viele Bausteine als junger Mensch, die man im Laufe der folgenden Jahre noch abhandeln muss. Und wenn einem da wenigstens die finanziellen Sorgen genommen werden, weil Kinder sind nun mal ein, ist leider eine Armutsfalle in Deutschland. Es ist zumindest ein erhebliches Armutsrisiko. Wir haben über 2,5 Millionen Menschen, die an der Armutsschwelle oder darunter leben. Und da machen sich gerade junge Menschen natürlich sehr, sehr große Gedanken drum, nach dem Motto, kann mir das auch passieren? Was kann ich unternehmen, damit mir das nicht passiert? Und da ist das Erziehungsgehalt eine Antwort auf diese Frage. Europäisch oder nur in Deutschland? Je nachdem, wie sie es umsetzen lässt natürlich. Ne? Also auf europäischer Ebene ist natürlich der Aufwand viel, viel größer, das überhaupt erstmal umsetzen zu können. Auf Bundesebene ist es viel, viel einfacher, weil auf Bundesebene müsste man eigentlich nur, weil das große Problem in der Familienpolitik ist die, es ist ein Sammelsurium. Da blickt kaum noch einer durch. Also die familienpolitischen Leistungen, die möglich sind, da muss man so viele Anträge für stellen, dass da kaum jemand, der nicht wirklich vom Fach ist, selbst viele Kommunen vor Ort, die schauen gar nicht mehr wirklich rein, wo ist jetzt wirklich im Kern die Möglichkeit, um der Familie hier zu helfen, die an meinem Schreibtisch ist. Es ist gar nicht mehr möglich, dass man da durchblickt. Und wir müssen alle familienpolitischen Maßnahmen zusammenführen und dann unbürokratisch, ganz simpel und einfach den Familien zur Verfügung stellen auf Antrag. Und nicht dann ganz viele neue Antragsentwürfe dann erstellen, um am Ende zu sagen, ja, ihr habt doch Anspruch, ihr könnt dieses machen, ihr könnt das machen, hier gibt es noch einen Gutschein für, da haben wir noch einen Bildungsgutschein hier für den Musikunterricht. Alles Quatsch, alles Blödsinn. Alles bündeln in eins und fertig. So müsste es aussehen. Auf nationaler Ebene viel, viel einfacher und schneller umsetzbar. Auf europäischer Ebene natürlich ein Modell, was anzudenken ist. Jetzt fordert Ihre Partei ja im Familienwahlrecht, dass Familien mit einem Kind oder zwei oder drei Kindern entsprechend mehr Stimmen bekommen. Empfinden Sie das jetzt in Partnerschaft lebend ohne Kind nicht als ungerecht? Nein, finde ich nicht. Denn man muss auch sagen, die Politik heutzutage, wie sie gestaltet wird, die richtet sich ja dementsprechend auch danach, wer wählt mich überhaupt. Ne? Man entscheidet aufgrund der Grundlage, wie die nächsten Parlamentswahlen, wann sie anstehen, welche Politik ich verfolge, welche Politik ich mache. Und da sind dementsprechend Kinder oder Minderjährige, 18 und runter, auf Kommunalwahlen ist ab 16 teilweise ja möglich in Deutschland zu wählen, die fallen hinten drunter. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob das richtig ist, dass man diese Bevölkerungsgruppe, die Jüngeren, einfach ausschließt. Denn wir sehen ja, dass junge Menschen mündig durchaus sind. Denn wir haben mit der Fridays for Futures Bewegung, haben wir natürlich ein Paradebeispiel dafür, was junge Menschen in kurzer Zeit leisten können, was sie machen können, wozu sie politisch Meinungen bilden und auch durchsetzen, zumindest versuchen, in Form von Schülerstreiks. Und da muss man ganz klar sagen, also wer den Menschen abspricht, dass sie nicht wählen können, also ich glaube, der macht einen ganz großen Fehler. Also die sind alle in der Lage dazu, ein Kreuz zu machen, auch ein vertrauensvolles Kreuz irgendwo zu setzen, dass sie nicht irgendjemanden aus Jux und Dollerei ankreuzen, sondern dass sie tatsächlich hingehen und dann sich an der Wahl auch aktiv beteiligen können. Und wie wir es dann umsetzen mit dem Familienwahlrecht oder wie auch immer das dann genannt wird, Stellvertreterwahlrecht ist auch immer so in dem Fokus, was dann das Eltern die Stimme ausüben, gibt es mehrere Modelle, die man verfolgen kann. Da gibt es bei uns in der Partei auch unterschiedliche Auffassungen dafür, wie das umzusetzen ist. Die einen sind dafür, dass wir das Wahlalter nach und nach einfach herabsetzen und dann sehen wir ja, dass man 16, 14 und dann sieht man ja dementsprechend, welche Auswirkungen das hat. Und wenn man jetzt ehrlich ist, man muss dazu sagen, leider sind 50% der Erstwähler Nichtwähler. Das heißt, so eine große Befürchtung, wie da mal aufgebaut wird, die sehe ich erstens nicht, dass das große Verschiebungen hat, aber sie werden zumindest gehört, die Themen kommen mehr in den Vordergrund. Und ich bin so ein bisschen dafür, dass man ab dem Zeitpunkt, wo sich jemand selbstständig ins Wahlregister eintragen kann, egal wie alt er ist, sobald er sich selbstständig in ein Wahlregister eintragen kann in der Kommune vor Ort, ab dem Zeitpunkt hat er einfach das Wahlrecht, sobald er den Wahlschein selbstständig beantragt. So würde ich dementsprechend das Familienwahlrecht umsetzen wollen, hat auch den ganz großen Vorteil,
dass in der Familie auch ein bisschen mehr über Politik gesprochen wird. Weil da muss man sich auch auseinandersetzen, egal wie alt das Kind dann ist, über den politischen Unterricht in der Schule, der meines Erachtens nach viel zu kurz gerät, weil Politik ist nun mal das Wichtige und gut, Erdkunde hatten wir schon, ist auch teilweise zu kurz mit der Schweiz und Deutschland. Aber es geht im Kern wirklich darum, dass Familie wieder mehr Familienpolitik oder Politik im Allgemeinen muss mehr Gegenstand werden, auch zwischen oder in der Konservation mit jungen Leuten, dass die sich auch für Politik mehr interessieren. Denn nur aus Interesse heraus kann auch eine gewisse Motivation entstehen, dass sie vielleicht auch mal aktiv werden, dass sie sich denken, jawohl, wir machen was. Sind Sie nicht die Befürchtung, dass da in den Familien dann die Erwachsenen die Kinder indoktrinieren? Nee, das sehe ich eigentlich nicht. Also wenn man sich anschaut, gerade Teenageralter, ich glaube, man macht eher das Gegenteil von dem, was Mama und Papa von einem verlangen. Und von daher, das ist die Selbstfindungsphase. Und insofern glaube ich am wenigsten, dass da die Befürchtung besteht, dass man eigentlich dem Familienvater dann da 2-3 Stimmen mehr gibt oder der Mutter, dass sie dann da auf einmal für ihre Tochter dann zusätzlichen Stimmenbonus bekommt. Das sehe ich eindeutig nicht so, denn gerade das Teenageralter ist ja prädestiniert. Das fängt auch immer früher an, die Pubertät. Also von daher. Und es geht ja auch darum, wenn man die Variante wählt, mit wenn man sich selber ins Wählerregister einträgt, dann muss ja schon mal erstmal ein Grundinteresse da sein. Also da wird ja niemand auf die Idee kommen und seinen Dreijährigen dann dahin bringen, jetzt lass mich mal eintragen. Das ist ja nicht der Fall. Da muss ich einfach mal rein grätschen, weil Ihr Vater ist Listenplatz 1, glaube ich. Sie sind Listenplatz 2. Dann waren Sie in der Sturm- und Drang-Phase. Irgendwie haben Sie dann opponiert. Das ist ja bei Ihnen jetzt so, sogar familiär so, dass Sie sich sogar sozusagen beide in der gleichen Partei auch beide engagieren, wenn Sie sozusagen eine halbe Million, wie Ihr Vater, der Bundesvorsitzender sagt, vielleicht dann Wählerstimmen bekommen, würden Sie beide gemeinsam ins Europäische Parlament einziehen. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen die Frage gestellt, also diese Befürchtung wäre trotzdem nicht bei Ihnen da, dass Eltern sozusagen, oder hat Ihr Vater Sie beeinflusst? Also er hat mich insofern positiv beeinflusst, dass ich in jüngeren Jahren, ich war mit dabei. Also ich habe noch 2 weitere Geschwister, einen Bruder und eine jüngere Schwester noch. Und die hat es nicht so getroffen wie mich. Ich war der Älteste und hatte aber auch von mir aus so ein gewisses Grundinteresse an Politik schon immer gehabt und hat meinen Vater dann dementsprechend eine Wahlkampfveranstaltung begleitet. Ich war praktisch immer mit dabei, habe vieles miterlebt und war dementsprechend auch schon sehr, sehr früh Mitglied. Und habe dann selber das auch sehr interessant empfunden. Im Großen und Ganzen habe ich eine gewisse Wichtigkeit schon entwickelt und ein gewisses Verständnis, wie wichtig Politik im Allgemeinen eigentlich ist, wie gesellschaftseinwirkend auch politische Entscheidungen sein können, ganz von der kommunalen Ebene an und dann natürlich jetzt sogar bis nach Europa hoch. Und wir haben zusammen viele Jahre immer wieder, also ich weiß nicht, wie viele Stände wir gemacht haben, wir müssen als kleine Partei Unterschriften sammeln, wie viele Unterstützungsunterschriften wir gesammelt haben, damit wir überhaupt die Wahlzulassung zu den einzelnen Wahlen bekommen, weil wir müssen ja für kommunale Land, wir müssen für alle Wahlebenen müssen wir sammeln. Und da habe ich dementsprechend viel mitbekommen, viel Positives mitbekommen und dass das jetzt am Ende so weit münzte, dass auf der Wahlversammlung, dass die mir gefolgt sind und sagten, ja, wir müssen junge Menschen auch nach Europa bringen, fand ich natürlich klasse, fand ich sehr, sehr interessant, dass die Wahlversammlung dementsprechend auch dem gefolgt ist, das auch gesehen haben, gerade im Zeichen des Brexit halt. Das Brexit war da auch ein Argument. Wir müssen junge Menschen wieder mehr in die Politik bringen. Wir müssen junge Menschen mehr für Politik begeistern. Und das machen wir am ehesten, wenn so ein bisschen seinesgleichen auch dementsprechend zur Wahl steht. Und nicht immer nur, wenn man sieht, die Wahl ist so ältere Menschen, die dann so draufstehen, sondern junge Menschen wollen auch jemanden so zum Anfassen haben, die wollen jemanden haben, mit dem sie identifizieren können, mit dem die sich dementsprechend auch so auf einer Höhe, auf einer Augenhöhe sehen, weil sonst heißt es ganz schnell, der hat zwar was Gutes erzählt, aber im Kern weiß ich nicht so genau, was das ist, weil dem das vielleicht ein bisschen zu speziell war, dem war das vielleicht so mehr in die Tiefe. Und deswegen das Angebot an die jungen Menschen, das war halt gerade mir besonders wichtig, gerade weil, wie gesagt, Brexit, das ist ein mahnendes Beispiel, muss man einfach, wie immer wieder kann man es nur fortführen. Auch wenn es wahrscheinlich noch nicht so schlimm ist, wie es vielleicht kommt, aber wir wissen es noch nicht. Die Familienpartei, ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass sie sich schon konservativ auch verorten. Bis zum Mai 2017 für Sie aktive Europaparlamentarier, Arne Gericke, hatte Sie in die europäische oder
in die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten, ja, in die EKR, wo unter anderem die Dänische Volkspartie oder die finnischen Rechtspopulisten waren, auch die AfD war da drin, gebracht. Da haben wir gerade so ein bisschen so ein Auflösungsmomentum, weil die AfD mit der Lega Nord und den Parteien, die ich genannt habe, aber heute haben wir auch erfahren, die FPÖ ist dabei, in eine europäische Allianz für Menschen und Nationen, wobei der Name wieder sich ändern wird, gerade einen neuen Zusammenschluss. Wenn man also wenn man davon ausgeht, Sie ziehen ins Europäische Parlament ein, wo würden Sie sich dann da verorten? Also erstmal muss man grundsätzlich erklären, wie das Europäische Parlament funktioniert, denn es ist... Da wollen wir jetzt, das wissen unsere Leser, glaube ich, schon. Ja, ne, ich wollte von der Fraktionsbildung her, ne, wie das Europäische Parlament funktioniert. Die Fraktionsbildung ist nämlich eine andere wie hier auf Bundesebene. Es ist nicht so, dass sich einfach nur so zwei oder vielleicht drei Parteien zusammentun und bilden dann die Mehrheiten, sondern es sind halt nur 96 Abgeordnete in einem viel, viel größeren Parlament. Und da ist natürlich dann das Problem, wie kann ich jetzt meine Forderungen, wir haben halt nur die Anzahl der Abgeordneten sehr, sehr limitiert. Und das heißt, ich muss länderübergreifend jemanden motivieren, ich muss länderübergreifend jemanden für meine Positionen auch überzeugen und stark machen, dass er sie auch für die einsetzt. Das heißt, Europapolitik bedeutet immer ein Geben und Nehmen. Aber nochmal, das ist uns allen klar. Es gibt aber ja durchaus Linke, ne? Es gibt Linke, grüne linke Flügel, es gibt die Sozialdemokraten, die sich zusammen, es gibt die EVP und so weiter. Also das ist uns, glaube ich, und auch unseren Zuhörern durchaus politisch interessiert, durchaus klar. Aber wo würde sich die Familienpartei da verorten an welcher Stelle? Also definitiv würden wir was mit Lega Norton da geschieht, da können wir sofort schon mal raus, weil das ist Quatsch. Und da können wir uns direkt von distanzieren. Die machen ihr eigenes Sammelbecken, sollen die auch machen, ist auch ganz gut, weil dann hat man wenigstens auch eine Projektionsfläche auf europäischer Ebene, dass sie sich dann dementsprechend dort alle nicht nur vereinzelt gesprengt in unterschiedlichen Fraktionen wiederfinden, sondern die sind dann alle ganz gezielt in einer Koalition oder einer Fraktion sind die dann vorhanden und paktieren dann miteinander, alles schön und gut. Wir würden halt schauen, wer bietet für uns die besten Möglichkeiten, damit wir unsere Forderungen durchsetzen können. Und deswegen wollte ich eingangs erklären, dass Europa halt dementsprechend anders arbeitet als ein nationales Parlament. Und damit wir überhaupt irgendwas durchsetzen können, müssten wir uns erstmal einer Fraktion anschließen, schon mal ganz wichtig. Also so wie andere Parteien das teilweise machen, die sich nicht einer Fraktion anschließen. Das ist natürlich Mist, weil man kriegt keine Ausschussarbeit, man wird dementsprechend, ist in seiner politischen Handlungsfähigkeit deutlich eingeschränkt, wenn man nicht in einer Fraktion tätig ist. Das heißt, das oberste Ziel muss sein, sich irgendwo fraktionell zu organisieren. Und da muss man wirklich schauen, welche Angebote sind machbar, in welcher Verhandlungsposition sind wir, was ist am ehesten mit der EVP, wer es am Ende wirklich wird, das kann man erst nach der Wahl sehen, weil es hängt auch davon natürlich ab. Wir haben natürlich mit dem Herrn Weber einen Deutschen ins Rennen geschickt bekommen, der den Herrn Juncker beerben soll, wie die EVP vielleicht auch auf andere zugeht, weil die brauchen ja dann dementsprechend ja auch die Stimmen. Was dann alles nach der Europawahl passiert, wird hochspannend sein, wahrscheinlich sogar auch noch spannender als die womöglichen Brexit-Verhandlungen, weil die wahrscheinlich ins Endlose hinausgeschoben werden, so wie es aussieht. Und von daher ist es schwierig, jetzt wirklich fest zu sagen, wo es hingeht, weil wir einfach die Angebote und die Arbeitsmöglichkeiten, es geht am Ende nur um die Möglichkeit, welche Möglichkeiten bekommen wir eingeräumt, in welchem Umfang, auch wie Mitarbeiter vielleicht dann stellen dürfen und, die in gewissen Themenbereichen dann verstärkt arbeiten können, welche Ausschüsse wir zugewiesen dann bekommen oder auf welchen wir Anspruch erheben dürften. Und das ist eine Frage, die ist jetzt an dieser Stelle leider gar nicht erst verifizierbar, beziehungsweise kann man sie überhaupt gar nicht beantworten. Okay, aber ich habe Sie richtig verstanden, diesem neuen rechtspopulistischen Bündnis erteilen Sie eine klare Absage. Da können wir uns ganz klar, aber ob es dann die Alde werden, also wenn sie dann, je nachdem, vielleicht machen die auch noch Namensänderungen, ne? Ob es dann die Liberalen werden, die Grünen oder die, das muss man halt sehen, das ergibt sich später. Okay. Nils Golking, Platz 2, Familienpartei Deutschland, Familie, zur Europawahl am 26. Mai. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und noch einen spannenden Wahlkampf. Dankeschön. Den wird's geben.